geht es nur vorwärts. Macht aber, wie viel können Sie sich vorstellen, auf 4 Meter, Pferd ist 3,50 lang, wie viel es vorwärts geht. So, steppt, immer nur steppt. Das heißt mit anderen Worten, dass wir verpflichtet sind, dem Tier, dem Lauftier, dem Fluchttier, genügend Bewegung zu verschaffen. Über, nicht nur über das Reiten, sondern Paddocks, über Wiese, Weide schadet den Pferden überhaupt nichts. Und, oder viele haben zum Beispiel Laufbänder. Ich bin ein Gegner des Laufbandes. Das Pferd wird auf dem Laufband, muss immer trampeln, trampeln, sieht immer die Gelben und auch die Menschen, die da rumlaufen und so, trampelt immer auf der Stelle rum, im Grunde genommen. Bewegung hat das Pferd, aber hat denn der Kopf auch Bewegung? Das ist die entscheidende Frage. Ein Pferd braucht einfach auch, wenn es im Kopf schwierig ist, Bewegung, laufen, 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 gehen. Nicht im Conditrainer, sondern viele andere Dinge ins Gelände. Die jungen Pferde müssen ins Gelände, sie müssen vielseitig ausgebildet werden. Nicht zu früh spezialisieren. Nicht zu früh spezialisieren. Das heißt, die Pferde sollen im unebenen Gelände fußen dürfen. Sie müssen Hindernisse springen. Sie müssen Freude, wirklich Freude an der Arbeit haben. Dies ist die oberste Sorgfaltspflicht, die wir dem Pferd gewähren müssen. Denn wir müssen Diener. Die müssen nicht uns dienen, sondern wir müssen dem Pferd dienen. Und deswegen dürfen Pferde niemals, so sage ich das mal, in Demutshaltung geritten werden. Sprich Rollkur oder sowas. Das möchte ich nicht, ich persönlich nicht. Ich werde oftmals dann angeschrieben, ja, was erzählst du denn? Ich bleibe dabei, das hat nichts mit Reiten und Ausbilden zu tun. So, jetzt gehen wir mal weiter. So. Auch hier dran erkennt man schon, dass dieses Pferd sehr arbeitswillig ist, aber bei der Reiterin ist. Auch hier haben wir wieder einen sehr guten Schritt. Das Pferd geht in eine Dehnungshaltung mit einem offenen Genick. Auch hier sieht man wieder einen guten Sitz, der in das Pferd hineingeht. Das ist schon mal eine Einheit. Das ist schon mal dann, wenn man sowas sieht, mit einem guten Outfit, das macht Spaß. Es reiten so viele hübsche Menschen herum. Stellen Sie sich vor, die würden auch noch lächeln dabei, wie schön das wäre. Also, das löst ja auch einfach mal den Gesamtkörper, wenn man lächelt. Ich habe sehr viel von Linda Tellington-Jones gelernt, von Jane Savoy. Haben Sie sicher schon mal gehört, Linda Tellington-Jones, Jane Savoy? Das sind alles Leute, die sehr große Abhandlungen über das Trainieren von Pferden geschrieben haben. Jane Savoy, darüber, dass man, wie man die Einstellung zum Tier hat und wie man das Pferd formt, selbst zurückbekommt, erlebt. Wenn Sie reiten und Sie gehen aufs Pferd und sagen, oh, da hinten ist, da ist so ein Loch, da könnte mein Pferd reintreten. Da können Sie wirklich das Glück haben, da tritt er rein. Das war also diese Lehre, die Savoy immer wieder hergetragen. Ich habe sie persönlich kennengelernt. Wir haben uns sehr lange über viele Dinge unterhalten und das stimmt, was sie erzählt und was sie tut. Und Linda Tellington-Jones, natürlich, die hat eine ganz besondere Begabung mit den Pferden. Das ist schon unglaublich, was die mit den Tieren so anstellt und macht, dass man, ich hatte ein Pferd bei mir von einem sehr guten Reiter und der Reiter wollte dieses Pferd verladen und er ging nicht mehr auf den Transporter, war nichts zu machen, absolut nichts. Dann ist die gekommen, hat sich das Pferd angeguckt und hat gesagt, da muss ich meine Gehilfin schicken, weil jeden Tag eine besondere Aufgabe diesem Pferd gestellt wird. Nichts mit Hänger raufgehen oder LKW raufgehen, sondern Bodenarbeit, geschicktes Umgehen mit dem Pferd. Hat dann auf einmal, hat sie gesagt, so, Sie können mal mitgehen, ich führe den heute auf den LKW. Ja, sag ich, soll ich denn in einer Stunde wiederkommen oder so? Nee, hat sie gesagt. Sag, gehen Sie mal mit, gucken Sie mal. Und dann hat sie das Pferd an den Strick genommen und dann ist sie auf den LKW marschiert. Da habe ich gesagt, das gibt's nicht. Ich sage, war hier Monty Roberts oder wer hier, hat hier gearbeitet, obwohl der dann auch gute Sache macht, muss ich sagen. Aber sie hat das fertig gebracht, dass das Pferd ohne große Hilfe schön am Halfter und am Strick auf den LKW hat sich hingestellt. Sie hat ihn runtergeführt, wieder rauf. Was war der eigentliche Grund?
die hat eine Gewöhnungsphase mit dem Pferd gemacht, sodass das Pferd sich total auf diese Person verlassen hat, totales Vertrauen entgegengebracht hat. Und sie hat durch die Bodenarbeit natürlich das Vertrauen auch zu verschiedenen Dingen hergestellt wieder, was völlig verloren gegangen war bei dem Pferd. Also nur zu sagen, man soll sich auch einfach zunutze machen, was andere Menschen erlebt haben, was andere Menschen einem vermitteln kann. Man ist nicht immer so schlau, dass man alles weiß, das kann man nicht. Deswegen wäre es vielleicht gut, dass man so ein zweites Leben hat mit einem Pferd, das wäre toll. Aber leider haben wir nicht. Wenn der Major Stecken 100 Jahre alt wird und wir haben da vor Tag Geburtstag bei ihm gefeiert, wie er an das Pferd denkt, wie er artikulieren kann, wie er das noch bringt heute, es ist unglaublich. Es ist wirklich unglaublich. Und das wünsche ich also jedem Reiter, dass er so ein bisschen davon mitnimmt. So, Annabelle, jetzt haben wir hier den Schritt gesehen, jetzt traben wir auch mal nochmal an. Vorhin haben wir ganz kurz den Trab gesehen, das ist sehr harmonisch. So. So, und ganz schnell, wenn man so ein Pferd hat und man steht unten, dann fragt man ganz schnell die Ausbildungsskala ab. Das Pferd hat vertrauensvoll zu dieser Gegend hier nun jetzt die Runden gezogen, dann ist der Takt da, der Takt ist schwungvoll, die Anlehnung ist gut. Ja, und das Pferd mit dem Ohrenspiel immer mal zur Reiterin, immer mal nach vorne hin. So ist das Pferd auch relativ gerade gerichtet durch die Bahn. Wechseln, Annabelle. So, ganz locker die Hand, weich die Hand, so. So, und jawohl. Durch leichte Einwirkung halbe Parade, ganz wenig. Es gibt auch eine Viertelparade, es gibt auch eine Achtelparade. Und es gibt auch mal die Paraden, wo man nur denken muss. Ein gut ausgebildetes Pferd wird alleine durch diese Körperhaltung des Reiters beeinflusst, denn der geübte Reiter wirkt intuitiv ein. Der kann nicht mehr wissentlich jetzt sagen, so jetzt sitze ich mal auf der linken Hinterbacke oder rechte Backe mehr, sondern der Reiter macht alles intuitiv, kann gar nicht erzählen, was er gemacht hat. Fragen Sie mal geübte Leute, was hast du jetzt gemacht in der Piaffe, wie ist das gekommen? Die können ihnen keine Antwort geben, weil sie das einfach aus dem Gefühl und intuitiv, ohne jetzt nun speziell darüber nachzudenken, was gemacht haben. So soll es sein, so. Und wenn sie jetzt hier reitet und gibt mal eine halbe Parade zwischendurch, Annabelle, wir wollen mal gucken, ob sich das Pferd in die relative Aufrichtung begibt. So, ja, einfach so weitermachen, Zeit lassen, das muss nicht, wir haben ja eine Stunde oder zwei Stunden Zeit, nicht hier. Nicht hier, dann kriege ich Krach mit Herrn Henning. So, und weich. Jawohl, loslassen jetzt. Ganz genau. Nicht? Jetzt haben wir gesehen, wie sich das Pferd angehoben hat, über das Arbeiten, über den Rücken. Aber ich muss dem Pferd auch die Gelegenheit geben, nun die Hinterhand zu gebrauchen. Bin ich zu stark mit der Hand, drücke ich die Hinterhand wieder weg. Jeder Anzug der Hand wirkt sich über den Rücken bis in das Hinterbein aus. So ist das gut. Und jetzt sehen wir, das Pferd wird immer schöner, das ist ja schon schön. Das kann man gut ansehen, nicht? Toll, Handwechsel, ganz genau. Sehr gut. Braucht man gar nicht viel zu sagen. Ganz prima. Aber wir machen jetzt mal den Galopp und schauen mal, wie der ist. So, auch hier unsichtbare Hilfen, wunderschönes Angaloppieren. Das sind natürlich Dinge, die man so sich wünscht. So. Jawohl. Leider sieht man in den Dressurprüfungen viel zu wenig diese Losgelassenheit, sondern immer dieses angespannte, spannige, obwohl in positiver Spannung, gerittene Pferde. Aber von Anmut ist da dann noch wenig zu sehen. Wenn Sie ein junges Pferd, ja, wir lassen ihn mal so galoppieren. Wenn Sie ein junges Pferd haben, das hier durch die Bahn läuft und sehr anmutig durch die Bahn geht, im Trab oder auch in der Galoppade, sich schön bewegt, wenn man das durch so frühes Anreiten, haben Sie sicherlich auch schon mal gehört, auf einmal sagen so viele Leute, der hatte so viel Trab und der konnte laufen.
Aber dann wurde angeritten, dann kam nichts mehr. Da muss man aufpassen, nicht? Sokrates hat das schon gesagt. Wenn man die Anmut eines Pferdes nimmt, ist das gleichzusetzen mit so Blütenstaub. Wenn man den riecht, der geht weg, der kommt aber nie wieder zurück. Und die Anmut eines Pferdes, wenn sie genommen wird, kommt nie wieder zurück. Können Sie nichts machen, das geht nicht. Dann haben Sie nur mechanisches Gestrampel und nicht mehr das schöne, anmutige, durch den Körper schwingende Bewegung. So, das sieht super aus jetzt, Annabelle. Sehr schön. Immer im Gleichgewicht sitzen, so Handwechsel. Da machen wir dann mal einen fliegenden Wechsel. Geht oder geht nicht? Geht. Geht nicht, gibt's nicht. So, langsam. Sehr gut. So, hier könntest du ein klein wenig nach vorne beim Aufnehmen den Wechsel auslösen, damit du den Schwung nimmst. Jetzt nach rechts nochmal. So, ganz locker sitzen. So. Gut, mal ein bisschen vorwärts, ein bisschen mal vorwärts reiten. So, die Galoppsprünge erweitern, wieder aufnehmen, schön groß sitzen, ganz genau. So, sehr gut. So, etwas vorwärts, aufnehmen und wechseln. Nein, der Wechsel muss dann, dann machst du gleich nochmal auf anderer Linie. Reite mal auf die Mitte dieser kurzen Seite zu, hier. Hier, so, genau, mach mal Wechsel, gut. Und dann den Wechsel nach rechts, so, komm. So, okay, weit durchgesprungen. Warum? Mal durchbringen zum Schritt. Warum geht das dann einfacher? Da muss man sich mal überlegen, ich reite immer eine Diagonale und übe fliegender Wechsel. Und dann misslingt mal einer, was machen wir? Wir regeln sofort das Pferd, rufen es zur Ordnung und geben ihm aber schon mal eine Einwirkung, die dann einfach zu viel ist. Also das Pferd erschreckt sich, wird nervös. Und dann kommen diese Fehler auf der Diagonalen. Und wenn Sie aber die Wechsel dann immer an anderer Stelle machen, die Diagonale nicht, sagen wir mal vom Wechselpunkt auf die Mitte der nächsten kurzen Seite oder von Viertellinie zu Viertellinie. Das ist auch nicht eine Erfindung von mir. Ich habe in München mit damals meinem Polizeipferd Goldstern geritten und habe Einerwechsel geübt. Und immer ging die Einerwechsel in die Hose. Jedes Mal auf der Diagonalen. Ich war so blöd, habe immer auf der Diagonalen die Einerwechsel versucht. Immer wieder ein Fehler. Georg Wahl, das ist der Trainer von Christine Stückeberger, der stand oben auf so einem Hügel und hat also runtergeschrien, mich angeschrien, bist du deppert. Der hat